Ja, willkommen zurück und wir sind jetzt schon bei Karte 3 und ich habe das so gehandhabt, wie ich es auch gesagt habe. Ich habe einfach das Spiel ein bisschen laufen lassen und dann hatte ich schon die 20.000 vorbei, Darlehen zurück, Karte zu Ende. Also hat nicht lange gedauert. So, gut Gully, Miss Molly. Man hört immer wieder Behauptungen, dass man bei Mollys Gully keinen Themenpark bauen kann. Beweise das Gegenteil. Bleib unter der Höhenbeschränkung und finanziere den Bau einer gigantischen Achterbahn. Ja, das, okay. Erreiche einen monatlichen Gewinn von 1500, ziehe 400 Gäste an, erreiche einen monatlichen Gewinn von 3000 und erreiche eine Parkwertung von 600. Schön ist, wir haben hier schon ein paar Drachen stehen, die unsere Szeneriebonus wahrscheinlich schon ein bisschen pushen. Und hier haben wir auch ein paar Sachen. Und wie ihr seht, das ist schon jetzt, ja, mach mal. So nach dem Motto. Und ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen, es sind irgendwelche Forschungsprojekte fertig. Nee, aber wir haben auf jeden Fall mehrere Forschungsprojekte, die wir machen können. Aber natürlich werde ich jetzt erstmal wieder meine 0815 Start hier hinlegen. Ich weiß, der ist nie so toll, weil da man noch nicht so eine schöne 10.000 zu 20, 5.000 für 25. Alter Verwalter, ist das hart. Was könnten wir denn an Fahrgeschäften bauen? Einmal kurz zum Überblick. Ich meine, der Teacups, die sind immer richtig geil, weil. Die so wenig kosten und so viele Plätze haben. Ja, ich muss erstmal den Weg hier weiterbauen und, den würde ich auch genauso gerne so breit weiterbauen, wie er da ist. Ja, das reicht erstmal. Wir müssen erstmal hier zusehen. Hier kommen die Ritter raus. Das heißt, ich werde hier einfach mal die Warteschlange daran vorbeibauen. Der Ausgang muss ja nicht unbedingt sehr groß sein. Lass uns mal gucken, bis wohin der Ritter rennt. Ah, bis da. Das geht ja. Ich da durchbauen können? Das ist ja cool. Können wir gleich den Torbogen mitnehmen. Szeneriebonus 100%. Kann man gleich öffnen. Das ist ja schön. Hier kann man durchaus Szenerie-Boni ausnutzen. Das gefällt mir. Die von vornherein gesetzt sind. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn auch noch nicht so teuer. Wir müssen erstmal mit Billigsachen anfangen. Der Hyperspin, Roktopus, Magic Twirl. 2,2. Der Roktopus ist ganz gut. Nehmen wir den Roktopus. Den packen wir hier hin. Eingang platzieren wir wieder hier. Und auch Szeneriebonus 100%. Das macht Spaß. Da muss man sich überhaupt nicht mehr kümmern. So, wir haben noch 2400. Ein Hyperspin müsste ich doch noch hier hinkriegen, oder? Nee, leider nicht. Gut, dann probieren wir mal. Magic 12 ist leider auch zu groß.
Mal gucken, vielleicht können wir den hier mit einer Ausrichtung oder sowas. Schade, schade. Und dich kann ich natürlich nicht bewegen. Ist ja klar. Also von der Größe her passt da leider nichts mehr hin. Schade eigentlich. Ich hatte eigentlich gehofft, man könnte wie bei dem Teacups da so Stützen bauen, aber anscheinend ist das nicht drin. Ah, hier ginge, wenn ich ein bisschen höher gehe, könnten wir sogar ein bisschen näher bauen. Ja, ist nicht das Schönste, aber besser als nichts. So, Ausgang. Der muss nicht so breit sein. Ah, das mag er nicht so. Die Warteschlange ist natürlich jetzt viel, viel zu lang. Aber c'est la vie. Hier haben wir jetzt nicht mehr so einen schönen Szeneriebonus. Schade eigentlich, aber wir können ja noch ein bisschen was dahin pflanzen. Das war so eine schöne Animatronik. Was sagst du nu? 44. Neunundvierzig. Ja, ob das was dazu bringt, keine Ahnung. 55, doch ein bisschen bringt es was. Ah, hier haben wir auch diese Torbögen, die könnten wir auch hier. Ist der überhaupt auf dem Boden? Ich habe nicht das Gefühl, der ist auf dem Boden. Ah, so wäre das dann. Können wir ruhig hier vorne bauen. Er will aber will nicht grün werden. Einen 60. Wir kriegen den auch hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Was könnten wir denn da noch hinsetzen? Ein Blumenmarktkarren. Ha.
Haha, 70, wunderbar. Das ist doch alles, was ich wollte. So, dann hätten wir natürlich. Also, ich hätte natürlich jetzt noch ein. Beziehungsweise, vielleicht mache ich das sogar noch. Das ist ja der Ausgang. Ich werde da noch ein Geschäft hin tun. Einen Laden. Und zwar. Laden im Märchendesign. Ich weiß nicht. Der passt da wahrscheinlich nicht hin, oder? Verdeckt natürlich den Drachen. Aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Ich denke, das machen wir. Dadurch dürfte ja der Szeneriebonus ja. So, dreimal 100%. Das hatte ich mir so geplant. Und jetzt können wir hier erstmal den Weg rüber bauen. Das müssen wir jetzt mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie groß warst du? 8 Meter. 8 Meter. Jetzt lösche ich mal das Stück hier hinten, weil ich will nicht, dass da irgendwer rüber geht. So. Wir sind viel, viel zu hoch. Nee, da muss ich viel früher runtergehen. Es geht zwar nicht so. Ich darf hier gar nicht so hoch gehen, sondern direkt runter. So. Naja, die gehen da eh nicht hin, weil da keine Fahrtgeschäfte sind, insofern. Es ist schon eine coole Karte. Also man kann hier schon bestimmt eine sehr geile Achterbahn bauen. Man braucht halt nur wirklich die Öcken dafür. So, wir machen ein bisschen Bonus, das ist gut. Jetzt müssen wir natürlich auch Personal. Haben wir bestimmt gar nichts, außer einem Verkäufer, ne? Ja, einen Techniker stellen wir ein und wir stellen einen Hausmeister ein. Dann kennt er das Spielchen ja. Wir brauchen Mülltonnen. Nehmen wir mal Palastmülltonnen. Heute nehmen wir Palastmülltonnen. Und vor allem wichtig, dass wir hier beim bei den Geschäften Mülltonnen hinstellen. Das ist immer wichtig, weil da am meisten Müll entsteht. Trotzdem schadet es nicht auch noch woanders. Ein paar hinzustellen. So. Dann möchte ich, glaube ich, noch ein paar Lampen. Beleuchtung. Ich stehe auf Fackeln. Also. Naja, ist da ein bisschen kürzer als auf der anderen Seite, aber ist mir jetzt auch Schnuppe. So, da haben wir doch einen kleinen schnuckligen Park gebaut. Ist zwar erstmal ein bisschen mini. Ich finde das ganz cool mit den Plateaus, habe ich das schon gesagt. Hier vorne könnten wir auch noch ein bisschen bauen. Wie groß ist eigentlich die Fläche, die wir bebauen können? Sehen wir das irgendwo? Ich denke, das wird. So, dieses Viereck sein. Das ist schon. Ach nee, hier hört's auf. Es ist gar nicht so viel. Es ist nur dieses kleine Stückchen hier. Aber es reicht auch erstmal.
Ich lasse es mal jetzt kurz schnell laufen. Und wie schon gesagt, mein prinzipieller Plan ist natürlich erstmal wieder Fahrgeschäfte zu bauen und damit einen geregelten Profit zu bekommen. Dann, da werde ich das Ganze wieder ein bisschen laufen lassen, damit ich das Geld habe. Man kann sich auch mal ein Darlehen holen, klar. Aber ich finde die Darlehen extrem, also wenn ich mir das jetzt mal angucke hier, mit 20% und 25% Zinsen ist das einfach. Das ist der größte Wucher, den ich gesehen habe. Ja, ihr findet die Warteschlangen zu lang. Kann ich aber auch nichts für. Schneller geht's halt nicht. Dafür habt ihr gut was zu gucken. Die sind ja alle bei 100%. Hatten wir schon Monatsende, hatten wir eben 600. Mal schauen, was der Park gleich noch so abwirft. Achthundert. 25% Zinsen. Das sind 1000 extra, die ich da bezahle, ne? Das ist. Geldleiherei ist einfach nur eine Verarsche. Sollte man nicht machen. Meine gut, es gibt Situationen, da sehe ich es vielleicht ein, aber. Nicht gut. Ich dachte schon, aber es ist das Wasser nur. Ich dachte schon, die machen da irgendwie einen Effekt oder haben da noch einen Effekt reingepackt, aber es ist nur das Wasser. Ja, im Moment kann ich auch gerade nicht viel tun. Haben wir wieder eigentlich ein Monatsdings bekommen? Ich hab's nicht gesehen. Doch, 800 hatten wir, genau. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber wenn ich ehrlich bin, ich will keinen Kredit annehmen. Ich finde das. Ist Wucher. Ui, was ist denn hier unten? Ein angefangener Tunnel. Okay. Wie kriegen wir den denn dann nach oben? Das wird dann doch wahrscheinlich mich ein bisschen was kosten, einen Tunnel irgendwie hier nach oben zu machen. Aber das könnten wir probieren, indem wir hier so rum und dann hier irgendwo rauskommen. Obwohl, ich habe schon alles echt zugebaut. Höchstens hier könnte man rauskommen, aber das, ja, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Mit diesen Tunnelbauten kenne ich mich leider noch nicht so aus. Naja. So, 1400 haben wir wieder. Wir könnten eigentlich ein weiteres Fahrgeschäft aufmachen, oder? Magic Twirl haben wir. Den Hyperspin haben wir noch nicht. Das Problem ist, das ist natürlich ein übelster Weg. Wisst ihr was? Ich probiere das mal ganz kurz mit dem Weg. Und zwar. Ist das denn derselbe? Ich glaube schon. Ach, das ist blockiert. Ah, weil der vielleicht so breit ist. Nee. Na gut, anscheinend kann ich dann da gar nicht lang.
Mir ist auch die Länge zu lang gerade. So, warum geht das da nicht? Ja, schön ist es nicht. Und auch nicht wirklich gerade. Was für schräge Treppen. Ich frag mich, warum da. Das ist auch irgendwie krumm da. Es geht anscheinend nicht anders. Machen wir den halt nochmal weg. Das sieht doch auf jeden Fall gerade aus. Und jetzt könnten wir hier sogar noch einen Weg abmachen. Ich weiß gar nicht, wie tief ich gehen kann. Wahrscheinlich nicht so tief. Ah, da wäre ich dann schon auf dem Ding hier drauf. Ach so, mache ich aber keinen Plus, weil mich das ziemlich viel Geld kostet, diese Brücken zu bauen. Wisst ihr was? Wir machen das mal anders. Ich werde jetzt ein bisschen Geld sparen und dann das Ganze ein bisschen vorantreiben, indem ich mehr Fahrgeschäfte baue. Im Moment dauert das einfach zu lange und wenn ich das hier alles aufnehme, dann langweilt ihr euch ja zu Tode. Das müssen wir auch nicht machen, deswegen ich melde mich zurück, wenn ich dann ein bisschen mehr Geld und Profit mache. Bis denn.